Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot, Random Nuzlocke, Gedönse, Challenge, Ding und wir fangen uns gleich ein Pokémon, sobald wir noch ein bisschen Leute umgeklatscht haben. Wer bist du? Das weiß ich auch nicht, wer ich bin. Wer bin ich? Hört doch mal auf mit euren scheiß Wasserviechern, Alter. Dürre. Wenn du Dürre einsetzt, bleibe ich sogar mal drin und versuche dich umzubringen. Genau, eine Aquaknarre ist zwar sehr effektiv, aber durch Dürre geschwächt. Das heißt, ich kann den Treffer durchaus einstecken. Ja, Shiggy. Mit der Fähigkeit Dürre natürlich auch super zu gebrauchen. Nutzen. Jo. Sehr schön. Level up. Galoppa. Gleißendes Sonnenlicht. Ich weiß nicht, ob ich drin bleiben sollte. Du sitzt eh stammfein. Und natürlich geht meine Attacke daneben. Na komm. Oh, Heuler. Dann kann ich leben. Sehr gut. Ich brauche aber noch einen Treffer. Jetzt brauche ich sogar noch einen dritten wahrscheinlich. Das wird mir langsam zu blöd, ganz ehrlich. Das wird mir jetzt zu blöd. Komachi. Genau, Glut. Das hätte Knogger wahrscheinlich sogar gekillt. Wegen dem Sonnenlicht. Du hast H2O Absorber. Warum solltest du das haben? Und meine Güte, Sonnenlicht, hör doch mal auf. Mann. Na gut, ich kann auch anders. Bam. Ja, Paralyse, du Bastard. Und das Sonnenlicht müsste eigentlich mal langsam aufhören. Das ist jetzt mindestens Runde 5. Was ein anstrengender Kampf gegen einen Galopper. Ist das nervig. Stirb endlich. Crystal Biss weg. Dann hätte ich gerne einen super Trank. Genau, einen von meinen 28 Stück. Für mein nettes Knogger. Knogger, du hast viel zu wenig AP. Für meinen Geschmack. Pokémon Kokon, was hast du überhaupt? Solche Pokémon. Ich hoffe nicht. Oder doch, ich hoffe doch. Du hast einen Punita. Okay, das sollte bei uns erschaffen. Ja, senkt meine Verteidigung, das interessiert mich wenig. So. Sehr schön. Also langsam levelt Bones auch mal ein bisschen. Oh, noch ein leichter Gegner für dich. Sehr gut. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich Bones Schaufler beibringen soll, aber... Bones ist ein bisschen fragil. Und wenn es mir verreckt, dann habe ich... Schaufler nicht mehr für ein anderes Pokémon. Hm. Okay. Hier dürfen wir ein Pokémon fangen. Carbon, sehr gut. Carbon. Steigt einen Init-Wert, das möchte ich aber bitte auf Scar. Weil du am meisten auf deine Geschwindigkeit angewiesen bist, Scar. Hier darf ich auf jeden Fall Pokémon fangen und ich schreibe mir schon mal auf Route 9. Und da würde es gerne schreiben, wenn mein Stift tatsächlich schreiben würde. Und so. Route 9 aufgeschrieben. Was bekommen wir Schönes?
Das ist ein Elektro-Pokémon vielleicht? Ein Sonnenkern. Ein fucking Sonnenkern, was ich natürlich finde. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Es ist nur absolut wertlos. Ich meine, so ein Flora ist jetzt auch nicht so dolle. Aber es ist immerhin Pflanzen-Pokémon. Lassen wir das gelten. Ich weiß gar nicht, wie ich dich schwächen soll. Außer vielleicht mit Nachtnebel. Du hast ja wohl mehr als 25 HP, hoffe ich. Ui, mega sauber. Ich meine, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Und so ein Flora ist vielleicht sogar einsetzbar. Vielleicht. Es ist nicht das Schlechteste. Es ist zumindest ein Typ, der mir... Obwohl... Ich müsste mir die Werte von so einem Flora mal angucken. Viel Erwartungen habe ich ja nicht. Aber Pflanzen-Pokémon ist... Kann ich mit leben. Hätte mich noch schlimmer erwischen können. Ich wünschte dir einen Pokéball werfen. Ich versuch's mit dem nutzlosen Safari-Ball hier. Das sollte eigentlich passen. Ein männliches Sonnenkern. Das nennt sich ausschließlich von den Tautropfen, die von Blättern über ihm hinabfallen. Ja, möchte ich. Ich nenne dich... Wo ist das F? Du heißt... Du heißt Flowers. Nur mitnehmen kann ich dich nicht, weil ich brauche immer noch meinen VM-Sklaven. Aber hey. Weil ich brauche ja gleich noch die Attacke Blitz. Genau hier lang. Hier möchte ich durch, weil da ist ein Item. Ein Kampf. Kann ich mitleben. Nidoqueen. Vom Typ Gift. Bei uns Knochenkeule. Zum Glück bist du nicht vom Typ Gestein. Ich meine, immerhin hält Bones physisch einigermaßen gut was aus. Aber die AP gehen mir langsam aus, aber... Und natürlich Paralyse. Aber Nidoqueen ist auf jeden Fall noch erledigt. Und das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Knochenrang, ja. Knochenkeule hat von 60 zu 80, hat 50 zu 90. Wir lernen mal Routenschlag dafür. Knochenrang. Und was hast du sonst noch? Ein Rayquaza. Ein fucking Rayquaza. Das ist nicht so gut. Für mich. Oh, war sehr gut, deine Attacke geht daneben. Schallwelle. Sollte zwei genau True-Hit KO'en. Sofern das Ding seine Statuswerte nicht boostet, sehr gut. Statuswert-Boost ist nicht erfolgt und weg. Aber Ska hat seinen ganzen Fortschritt mittlerweile verloren, seinen ganzen Vorsprung den anderen gegenüber. Schutzband, was ist da ein Schutzband? wilde Pokémon, wertlos. Ich meine, ich kann es verkaufen, aber es bringt nicht mal wirklich Geld. Das macht mich traurig, aber hey, im Felsturm können wir auch noch Pokémon fangen. Ich sollte Bones vielleicht heilen. Und genau für Bones habe ich auch normal Tränke, weil du hast nicht so viel KP, da reicht ein normaler Trank meistens. Um dich wieder fit zu machen, spart ein bisschen Geld.
Käfer-Pokémon. Hast du auch nur ein einziges Käfer-Pokémon? Mark? Nein, hast du nicht. Du hast ein Leder-King. Was durchaus gefährlich ist. Und mich versucht einzuschläfern. Macht bei uns schläfrig. Nicht gut. Das heißt, ich werde auswechseln. Und zwar wahrscheinlich auf den Geist. Weil dann kannst du zumindest keine normalen Attacken gegen mich. Also das wie mal einzuschläfern. Ich nutze meinen Schlaf. Und für dich, Letra King. So. Ja, das ist am ehesten wieder was für Ska, ne? Sehr gut, es schläft. Und Schwertanz, einmal. Einmal Angriff boosten muss drin sein. Und dann Schallwelle. So. Ein Volltreffer. Bones, und Yuko. Wohin genau? Hey. Wie gut, dass ich meinen Angriff geboostet habe. Und ich so schnell ausschalten kann. Blanas. Wenn wir schon mal dabei sind. Einmal einmal Schwertanz gemacht, dann kann man auch direkt alles weg, Scar weghauen, damit du auch mal wieder ein Level up kriegst. Und dann bist du unsere Notfallversicherung. Also ehrlich, mich als nerviges Ball zu bezeichnen ist aber nicht nett. Entei. Nicht gut. Noch mehr ran. Na, geht doch nicht daneben, Attacke. Brüll mich weg und ausgewählt. Schnabel bringt wahrscheinlich genau gar nichts. Nein, da sollte ich wechseln. Da sollte ich wechseln. Und genau, wechsel ich wieder aus, du. Och, Bruder, das ist nervig. Ey, Ska wurde ausgewählt. Kriegst jetzt noch eine Schallwelle ab. Und ein Schlitzer. Sehr gut, Bones, Level up. Felino. Felino ist nicht gefährlich. Könnte sich Aya auch mal wieder ein Level up gönnen eigentlich. Oder beziehungsweise ein paar Erfahrungspunkte. Haha, hat keine Wirkung. Ja, ich bräuchte mal die vor allem Fliegen. Oder Flügelschlag oder irgendwie sowas. Heilschnabel ist jetzt nicht so eine tolle Attacke. Und deine Spezialverteidigung bringt dir gar nichts. Und übrigens auch keine Erfahrungspunkte, wirklich. Auch du nerviges Vieh schon wieder. Und was machst du diesmal? Morgengrauen. Ja, du wirst dich aber nicht genug damit heilen, glaube ich. Nein. Aber du hast einen nervigen Temposchub drauf. Aber es nützt dir nichts. Ah ja, ist immer noch schneller. Und Level up. Wow. Ganz schön viele Erfahrungspunkte für so einen kleinen Schmetterling. Was ist passiert, das wüsste ich auch gern. Ja, ja. Trau dich ruhig. Lieber nicht eigentlich. Das ist ein Pokémon, ein Borenta. Level 26. Versuch das mal mit einer Kopfnuss zu töten. Ja.
Haha, schreckt zurück. Bam. Ui, Zornklinge. Bam. Sehr gut. Das war zu viel des Guten. Das sehe ich genauso. Tschüss. Ey, Route 10. Noch ein Pokémon. Fangen. Ach ja, mein schöner Stift schreibt nicht wirklich gut. Route 10. Genau, Route 9, Route 10. Und auf Route 10 war ich auch noch nicht, laut meinem schlauen Zettel. Das heißt, noch ein Pokémon für mich. Da setze ich ja diesmal direkt die Yoko nach vorne zum Schwächen. Und was kriegen wir? Ein Elektro-Pokémon? Nein, aber ein Rasaf. Auch nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste. Wirklich nicht das Schlechteste. Einmal mit Nachtnebel schwächen. Und Einschläfern am besten auch noch. Oh, mein Tag geht daneben. Der Rasschlag hat keine Wirkung. So, und jetzt fange ich dich ein. Ja, du schläfst, ist schon recht. Und jetzt öffnen wir schön einen Pokéball. Einen ganz normalen Pokéball, der reicht. Ich meine, wir haben auch nichts Besseres außer Meisterbälle und ich werde keinen Meisterball für ein Level 14 Rasa verwenden. Neuer Eintrag. Soll nicht wütend, genau. Ja. Wie nennen wir dich denn? Ich weiß nicht warum, aber ich nenne dich einfach mal Knolle. So ist er gut. Hätten wir das auch erledigt? War hier nicht irgendwo was drin? In einem von denen? Nein, tatsächlich nicht. Wow. Da täuscht mich doch glatt meine Erinnerung. Ja. Du wurdest jetzt mal besiegt. Okay. Ich fürchte, du wirst auch jetzt wieder besiegt werden. Hallo, Omot. Und du lässt es regnen. Toll. Finsterfaust. Gesichter, ja, ist mir relativ gleichgültig, ehrlich gesagt. So schön, dass du mich jetzt erkennst, aber ich glaube nicht, dass es dir sehr viel bringt. Und Finsterfaust ist kaum stärker als Nachtnebel. Na naja, gut, kommt aufs Pokémon an, je nachdem wie viele KP das Pokémon hat. Und tschüss, Omot. Und Level Up für Yuko. Und wir bekommen als nächstes ein Suicune. Du bist das Wasserviech, da habe ich nichts sehr Effektives. Und dann komme ich wieder nur auf die Idee, dich einzuschläfern, was auch dringend notwendig ist. Und es regnet immer noch, das ist nicht gut, das verstärkt gegnerische Wasserattacken. So. Kleines Vieh schläfst. Und es regnet immer noch. Oh, oh, Scar, du bist so angeschlagen, das ist nicht gut. Wenigstens schläft der Gegner noch. So. Und Schallwelle. Wundert mich ja, dass das Fieber Schallwelle nicht aufwacht. Aber naja, soll mir recht sein. Sieg gegen Suicune.
So, und wir können auch im Mondberg gleich ein Pokémon fangen. Was wir aber im nächsten Part machen werden. Jetzt erstmal heilen. Und dann den Part beenden. Ach ja. Ich habe für 5000 bekommen. Ja, ich weiß. Subidu. Der sieht aus wie ein Gehilfe. Geister. Ja, du bist wirklich überall. Ewigstein. Ja, habe ich. Oh, nur 12. Oh, jetzt bin ich traurig. Warum nutze ich den PC? Ach, um mir meine neuen Kollegen mal anzugucken, ne? Könnten die ja mal machen. Sonnenkern. Das Wesen zaghaft. Ja, so sieht's aus. Schalten sie die bei Regen. Sehr sinnvoll. Abzauberwachstum, Megasauger. Das sind deine Attacken und Rasav. Ich wollte es nicht bewegen, sondern nur deinen Bericht. So ein Kampf, robust. Immun gegen Lärmattacken. Silbertick, Kegel, Silberblick, Fußkick, Raserei, Karateschlag. Das sind deine Attacken. Wie gesagt, du bist nicht das schlechteste Rasav. Rasav kann ich sehr gut leben. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wir speichern jetzt und dann geht's in den Mondberg beim nächsten Mal. Juhu, juhu, juhu. Also gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.